so dick und flauschig, da kannst du drin malen. Wer verkauft sowas bitte für einen Zehner? Hast du wirklich, hat mir jemand für 10 Euro auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Das sind natürlich die Originalmatten vom VW Touareg. Erkennt man immer Serie 1, erkennt man immer schön in diesen Zipfel hier. Aber warum sage ich aus Spaß Bentley Fußmatten? Wirklich, das Material ist so dick und weich und flauschig. Und ihr wisst ja, der Phaeton, der Ferdinand Piech, der damals ja gesagt, baut mir das beste Auto, was es gibt. Spielt keine Rolle. Und der Phaeton ist das gleiche Auto wie der Flying Spur. Und der Phaeton und der Touareg wurden ja auch zur gleichen Zeit entwickelt. Und du siehst ja auch total viele Teile. Schaltknauf, Lenkrad, Tacho und so weiter. Und würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt einen Bentley Flying Spur aus der damaligen Zeit nehmen. Also, wirklich, das ist so dick. Du kannst wirklich den Finger echt da so reinstecken und richtig runterdrücken und da was reinzeichnen. Und die waren auch überhaupt nicht, zeige ich euch, jetzt sagt ihr, ja, das ist ja hinten, das ist ja hinten. Ich zeige euch, Moment, kurz die Fahrermatte. Hier ist die, das ist die Fahrerseite, ja. Guck mal, das ist kein Dreck. Jetzt sieht man es auf der Kamera ziemlich deutlich. Hier ist immer da, wo du mit der Hacke vom Fuß bist. Aber sonst, die Matte an sich, da ist nichts dran. Die habe ich jetzt schön mir sauber gemacht mit einem Nassreiniger. Die sind auch um einiges heller geworden. Das sieht man hier jetzt in dem blöden Licht leider nicht so gut. Das hier ist nur, dann siehst du, wie dick die ist. Also das sind keine Flecken. Du kannst es einfach nur so hin und her streichen. Guck, das, da ist es einfach ein bisschen dünner. Aber sonst nichts dran für 10 Euro. Und die gibt es nicht mehr. Also ich glaube, bei VW kann ich nur noch schwarze kriegen. Aber jetzt fragt man sich natürlich, was soll ich denn mit hellem Stoff? Die sehen ja innerhalb von 5 Minuten wieder schlecht aus. Das stimmt. Deswegen habe ich noch was gekauft. Warte mal kurz. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar Gummifußmatten. Auch in Beige. Und die haben so eine, also sind wie eine Schale. Weil ich habe mir, weil wenn du, sagen wir mal jetzt, wenn wir draußen rumfahren, ne? Und dann ist es nass, dann sammelt sich die Flüssigkeit hier drauf oder der Dreck. Fand ich eigentlich ganz gut. Habe ich auch für 30 Euro von eBay. War noch mit die einzigen, die ich gefunden habe für einen Touareg Serie 1. Auch für einen Cayenne Serie 1 gibt es das auch. Aber wie die jetzt passen, das wollen wir mal ausprobieren. Noch ganz kurz zum Holz, wen es interessiert. Nicht nur, dass es jetzt wieder echt Bombe aussah, so muss es ausgesehen haben, als es aus dem Werk lief, also das ist ein Spiegel. Aber es macht auch, weil wir eben bei Bentley waren, es macht einfach einen super massiven Eindruck, dieses Stück hier. Und auch alle Holzteile. Ich zeige euch mal ein sehr gutes Beispiel. Abdeckung, du hörst das schon. Abdeckung für den, schau das mal an, das ist wie ein Spiegel jetzt. Abdeckung für den Aschenbecher. Und jetzt, hör mal, da ist nichts Plastik. Das ist auf Metall drauf furniert. Keine Ahnung, ich bin kein Experte für sowas. Aber dieses Teil, das wiegt auch was. Das wiegt bestimmt 300 Gramm. Sicherlich. Guck mal, das ist nur eine einfache Abdeckung für einen Aschenbecher. Ich versuche es euch mal ein bisschen einzufangen. Nee, gerade schwierig. Ich müsste ja aufs Video warten, wenn wir es eingebaut haben. Ihr seht das schon in der Reflexion.
Doch, so sieht man es schon ein bisschen, ne? Nochmal ein anderes Beispiel. Das ist Mittelkonsole. Sicher, du kannst nicht jede Kerbe, also richtig fiese, tiefe Kerben, kriegst du natürlich aus Klarlack nicht rauspoliert, aber guck, schaut euch das an aus der Entfernung, wo du im Auto guckst. Du hast einen Abstand von einem Meter oder so, vom Auge bis zum der Platte, wenn sie unten drin sitzt, geschätzt. Also, und es ist ja auch nicht immer perfekte Lichtverhältnisse. Das heißt, das wird super krass aussehen. Also die sind nicht nur aufpoliert in drei Phasen von hart, mittel, soft. Dann wurden die noch behandelt mit einem Mittel, was die Kratzer verschließt. Und danach noch mehrmals gewachst, also bestimmt zwei, drei Mal noch mit Kanuba-Wachs drüber. Immer schön trocknen lassen und dann die nächste Schicht. Da siehst du es natürlich, ne? Guck mal, das ist eine massive Kerbe. Da hat einer mal mit einem Regen oder das kriegst du nicht raus, aber du siehst das so. Jetzt, wo du weißt, wo du hingucken musst, ja. Aber sonst, du wirst es so, du wirst es nicht sehen. Ihr werdet das dann im Auto sehen, wenn ich zusammengebaut habe. Jetzt bauen wir erstmal die Fußmatte rein. Komm. Also sitzen tun die Originalen natürlich wie angegossen. Aber ich finde, hier auf dem Video kommt es noch mal ein bisschen deutlicher raus. Die Fußmatten haben eher die Farbe der Türverkleidung. Weil ich finde, man sieht es auch schön am Himmel. Himmel, Griff, Himmel, Griff. Also der Himmel ist eindeutig heller als der Griff. Und so ist die Fußmatte auch eindeutig heller als der Teppich. Vielleicht ist jemand dabei, der auch beige Innenausstattung Touareg Serie 1 hat. Weil ich dachte mir schon, wie habe ich den Teppich so schön hell gekriegt? Aber ich denke mal, das sieht eher nach Absicht von VW aus. Weil das glaube ich jetzt nicht, weil die Fußmatten machen echt einen super Eindruck. Da kam auch nicht viel Dreck raus. Ich denke mal einfach, dass das damals so gewollt ist. Dass die auch hier, das ist ja dunkler als der Himmel. Der Griff ist auch etwas dunkler, dass die das farblich so eben gewollt haben. Genau, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht ist einer mit beiger Innenausstattung dabei. Also ich glaube auf jeden Fall nicht daran, dass ich den Teppich jetzt mega gut aufbereitet habe und die Fußmatten eben nicht. Von daher, und ich glaube auch nicht, dass es zwei Beige-Töne gab. Es gab zwei Lederqualitäten, einmal dieses rauere und einmal das Napper, aber die waren vom Farbton im Prospekt ist es eins zu eins das gleiche. Genau. Das ist jetzt erstmal gut. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie die von eBay sitzen. Ja, na klar, die von eBay für 30 Euro statt die Original für 10 sitzen natürlich nicht, das heißt nicht wie angegossen, aber es geht schon. Du kannst sie schon, vom Ausschnitt sind sie gut. Da passen sie, also die gehen auch genau dahin, wo die Originalen hingehen. Also es geht, ne? Also kann man schon machen. Hier wären auch so kleine Dinger drin. Da sollst du wahrscheinlich dann von den Originalen diese Teile rausnehmen und da reinmachen. Aber machen wir halt nicht, weil die Originalen lassen wir einfach da unterliegen. Und ich denke mal, so als ersten Schutz ist das ganz gut. Das Teil hier, ja, das natürlich. Also was das jetzt soll, weiß ich jetzt auch nicht, weil es war auch auseinander. Und das geht auch vom Dings, selbst wenn ich es dahin drücken würde, geht es nicht auf die andere Seite ganz runter. Ich lasse das jetzt erstmal liegen als Schutz für die Mittelkonsole, weil wenn ich hier drin rumsteppe mit meinen Straßenschuhen, ne, dann trete ich ja mir nicht auf den schönen Teppich, der ist jetzt wirklich picobello, und auch nicht auf die Fußmatten, sondern hier auf die Plastikdinger passt. Komm, wenn wir schon dabei sind, lass uns doch mal eben die Mittelkonsole holen, oder? Komm, mal eben schnell. Und da ist er auch schon. Noch ganz lustige Info. Ihr wisst ja, oder der eine oder andere weiß wahrscheinlich schon, manche Teile sind mit Softlack, dem sogenannten Softlack, lackiert. Unter anderem die Mittelkonsole, die Knöpfe auf dem Lenkrad, am Radio. Da vorne sieht man es noch besonders gut. Da platzt es nämlich dann so ab. Und das sieht natürlich doof aus. Jetzt habe ich nämlich Folgendes gemacht. Also der platzt immer ab.
und ich habe den hier mit dem Dampfgerät den Lack runtergeholt. Sagt der eine oder andere, da hast du gefuscht. Nee, habe ich nicht. Da weiß ich auch nicht. Also das, du siehst, da sind die Poren, aber da ist halt kein Lack mehr. Wie auch immer. Das Lustige ist, hier ist ein Sticker von 2008. Das Auto ist Baujahr 2004. Und wir, da steht drauf, Industrielackierung. Irgendeine Firma, Jeesch Industrielackierung. Das heißt, 4 Jahre später, nachdem das Auto ausgeliefert wurde, hat wahrscheinlich der Softlack schon so geblättert, dass irgendjemand, der Kunde sich beschwert hat oder sich selber macht oder es selber in Auftrag gegeben hat. Weil da hat es nämlich gar nicht geblättert, komischerweise, so wie da. Also es war schon ein bisschen am Blättern, aber nicht so wie original. Da hat also schon mal jemand nachgebessert. Ich habe es jetzt aber trotzdem runtergemacht und wieder eingeschmiert. Und jetzt fummeln wir die da mal rein. So, da ist es auch schon drinne. Hat ja auch nur 100 Jahre gedauert. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, so einfach ist es nicht. Also, dass die Kabel sich nicht abknicken, sich nicht verheddern, dass du keinen Halter abbrichst. Das wäre mir gerade eben hier mit dem Kollegen hier vorne passiert. Der war nämlich schon angebrochen. Schnell mit mit Sekundenkleber geklebt. Ich habe auch jedes Teil, was ich ausgebaut habe, nicht nur gereinigt mit einem Dampfgerät oder Nasssauger oder was auch immer oder Lederreinigung, sondern ich habe auch überall geschaut, dass zum Beispiel hier diese Nuppis drin sind. Habe die entweder sonst ersetzt. Alles, was gerissen war und was man noch kleben konnte, habe ich geklebt. Das Teil hier unterm Lenkrad zum Beispiel, das war einfach an 3 Stellen gerissen. Einfach hier oben, wo es geschraubt ist, da. Und an noch 2 anderen Stellen. Das ganze Teil habe ich für 15 Euro ersetzt. Über eBay ist ein Gebrauchteil. Man hätte wahrscheinlich das andere noch kleben können, aber. Und deswegen hat es auch so geklappert, dass die beige Blende, die überkommt, die hat immer furchtbar geklappert. Immer wenn du über einen Huckel gefahren bist, immer so ein Plastikklappern. Völlig nervig für ganz viele von uns. Für 15 Euro behoben. Also, kommen wir zum Ende. Schön war es wieder mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, ich habe immer noch Spaß. In den nächsten Videos, wie gesagt, kommt das LED-Paket. Das machen wir. Das kommt als nächstes dann. Und als letztes, da freuen sich wahrscheinlich die meisten schon drauf, kommt das Android-Radio von AliExpress, was in Rekordzeit hier war. Das soll ja ganz viele tolle Sachen können. Apple CarPlay, Rückfahrkamera, Internet, YouTube-Videos gucken, Amazon-Bestellungen. Neues Auto-Waschshampoo direkt aus dem Auto. Werden wir alles ausprobieren. Bis dahin, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das unterstützt mich. Folgt mir gerne, falls ihr es noch nicht tut und ihr sehen wollt, wie das Chaos hier nochmal endet. An Uhu, falls ihr mich gerne sponsern wollt. Ich verdiene keinen Cent mit YouTube bis jetzt. Dafür brauche ich erstmal 1000 Follower. Wir sind jetzt 550. Von daher, jeder Follow ist cool, jeder Like ist cool, jeder Kommi ist cool, unterstützt mich alles und wenn ihr direkt supporten wollt und denkt, hey, der soll noch mehr Quatsch mit seinem Auto hier machen, weil ganz ehrlich, wir sind ja immer noch im Part Technik, wir sind noch nicht mal im Part Umbau, das wird doch erst der wilde Part, schmeißt mir gern was in die Kaffeekasse, ist hier unten, jeder Euro zählt, ich danke auch allen Leuten, die in letzter Zeit mir was geschenkt haben, sehr, sehr cool von euch. Wird alles hier direkt investiert in noch mehr Uhu und neue Teile. Also von daher, macht euch eine schöne Woche, bis die Tage. Oh, und jetzt erstmal schon mal Probe liegen hier. Oh, Junge, das sind Dead Sounds. Oh.